Als 1810 die heutige Humboldt-Universität gegründet worden war, wurden erstmals die naturwissenschaftlichen und medizinischen Sammlungen zusammengefasst, in Museen organisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Schon bald wurden die Räumlichkeiten im Gebäude unter den Linden zu klein und deswegen wurde ein eigenes Sammlungsgebäude für die naturwissenschaftlichen Sammlungen geplant, und zwar auf dem Grundstück der ehemaligen Eisengießerei in der Invalidenstraße. Auf dem gleichen Grundstück sollten außerdem die Bergakademie und die Landwirtschaftliche Hochschule entstehen. Mit der Errichtung aller drei Gebäude wurde Augustide beauftragt. Schwierigkeiten bereitete insbesondere der Bau des Naturkundemuseums. Es handelte sich nämlich um eine völlig neue Bauaufgabe und es entstand ein sehr großer Konflikt zwischen dem Architekten und Wilhelm Peters, dem Direktor des Zoologischen Museums. Der Architekt hatte die Idee, einen Großteil der Bestände in Kästen und Schubläden unterzubringen, um somit Platz zu sparen. Er wollte die Sammlung also magazinieren wie in einem Archiv. Der Direktor Wilhelm Peters hingegen wollte, dass alle Sammlungsgegenstände zur Ausstellung kommen und auch für die Öffentlichkeit sichtbar sind. Wilhelm Peters konnte sich letztendlich mit seiner Forderung durchsetzen, alle Objekte zur Ausstellung zu bringen. Es wurde ein sehr großes Gebäude geplant, welches die gesamte Grundstücksfläche ausgefüllt hätte. Insbesondere aus Kostengründen wurde dieses reduziert, und was wir heute sehen, ist das, was dann letztendlich 1889 auch eröffnet wurde. Kurz vor Beginn der Bauarbeiten verstarb Wilhelm Peters und wurde wenige Jahre später durch Karl August Möbius ersetzt. Dieser war Verfechter der Sammlungstrennung und ließ das Erdgeschoss für die Öffentlichkeit als Ausstellungsfläche herrichten, die oberen Geschosse hingegen für die Öffentlichkeit sperren und stellte diese für die Forschungssammlung zur Verfügung. Die Entscheidung von Möbius hatte weitreichende Folgen für die Architektur. So waren die repräsentativen Treppenhäuser im hinteren Gebäudeteil plötzlich nutzlos geworden. Die Säle in den oberen Etagen, die nun von der Forschungssammlung genutzt wurden, waren viel zu groß, viel zu hoch und hatten alle Tageslichtfenster von großer Dimension. Die radikale Trennung von Forschungs- und Schausammlung war in Europa zu dieser Zeit einmalig. Die Ausstellungsfläche, die sich nun auf das Erdgeschoss beschränkte, war erstmals kuratiert worden. Dieses Lob kam aber in erster Linie von der Fachöffentlichkeit und weniger von den Besuchern, denn die sahen sich schon bald von dem sehr ausgeklügelten, durchdidaktisierten Ausstellungskonzept überfordert. Die Objekte waren wie in einem Lehrbuch in den Vitrinen organisiert, aufwendig beschriftet, teilweise waren auch die einzelnen Objekte aufwendig beschriftet und man musste sich diese Ausstellung erlesen und erarbeiten. Die Öffentlichkeit sah sich schnell überfordert von der Masse an Informationen und wünschte mehr durch Schauen und weniger durch Lesen zu erfahren. Aufgrund dieses Wunsches wurden die Ausstellungskonzepte in den folgenden Jahrzehnten immer weiter überarbeitet und angepasst. In jüngster Zeit verstärkte sich zunehmend der Wunsch der Bevölkerung, auch Teile der Forschungssammlung einsehen zu können. 2010 reagierte das Museum für Naturkunde erstmals darauf, indem es im neu gegründeten Ostflügel einen Teil der Forschungssammlung, nämlich der Nass-Sammlung, für die Besucher öffnete. Mit dem Wiederaufbau des Ostflügels haben wir einen ersten genialen Akt vollbracht in der Sequenz von Sanierungsmaßnahmen, die notwendig sind, um das Gebäude wieder voll funktionstüchtig zu machen. Gemeinsame Idee von uns und dem Architekten war eine Forschungssammlung mitten in den Besucherumgang im Erdgeschoss zu pflanzen. Die Idee kam natürlich dadurch zustande, dass wir gewisse Erfahrungen, Vorerfahrungen hatten, dass die Sammlungen für das Publikum durchaus attraktiv sind, auch bei Führungen in den alten Sammlungssälen. Die meisten Naturkundemuseen heutzutage haben da eine strikte Trennung zwischen den magazinhaft aufgebauten Forschungssammlungen assoziiert mit Laboren und eine, wie damals Direktor Möbius, der Nachfolger von Peters, dann entschieden hatte, einer didaktischen Ausstellung, die hier auf die Erdgeschossebene begrenzt, dann getrennt war von den Forschungssammlungen. Wir kehren jetzt auch mit dem zweiten Bauabschnitt wieder ein wenig zu dem alten Konzept zurück, auch die Forschungssammlungen Besucher öffentlich zu machen, einsehbar zu machen. Wir denken, dass das Sinn macht, nach den Erfahrungen mit dem Ostflügel
und dem Interesse, das das Publikum und auch Museumsbauer weltweit an diesem Projekt haben, denken wir auch heute, dass es für das Publikum sehr viel mehr Informationsquellen gibt als zur damaligen Zeit und dass man nicht immer mit dem didaktischen Holzhammer arbeiten muss. Und so bemühen wir uns, auch die Obergeschosse für die Besucher jetzt zu öffnen und die Ausstellung halt nicht mehr auf die Erdgeschossebene begrenzt zu halten.